Dann werden wir ein paar Technikübungen machen zum Mitmachen und dann werden wir ein Stück aus einer Form auseinandernehmen und nochmal ein bisschen auf die Details eingehen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, noch habt ihr Zeit, um sie zu schicken im Livestream, dann können wir darauf eingehen. Ansonsten kriegt ihr das, was ihr vorbereitet habt. Aber ich denke, das ist auch okay. Gut, machen wir. Genau. Sonst so? Och, dies und jenes. Arbeit. Was war das? War ich das? Klingt schon wieder Stimme aus dem Off. Also, falls ihr Stimmen hört, die nicht sehr gerne oder ich sind, die kommen hier aus irgendeiner unbekannten Quelle. Oh ja, komm. Wir vielleicht von euch noch ganz gerne wissen wollten, ob ihr mehr Mitmachübungen haben wollt oder ob ihr mehr Erklärungen haben wollt, wo ihr dann ein bisschen mehr zuhören müsst, das aber nicht ganz so intensiv nachüben könnt. Vielleicht schickt ihr mal, wenn ihr gerade online seid, einen Kommentar dazu, damit wir das Training an euch anpassen können. Schließlich sollt ihr ja Spaß daran haben. Wir auch. Aber wenn ihr keinen Spaß daran habt und wir das hinterher mitkriegen, ist das für uns halt auch irgendwie doof. Also schreibt uns mal rein, was ihr gerne haben möchtet. Wenn ihr nicht genau wisst, welche Technik oder so, aber zumindest, ob es mehr Mitmachsachen oder mehr Erklärsachen oder ob es so okay ist, wie ihr das für euch. Nehmt den Schlauch, Zauberstab. Ich könnte ja irgendwann mal die Tür von außen zu machen. Ich kenne ja auch wie in solchen diesen Ausdruck. Einfach gut nein, nein, nein. Nein, ich mach nichts. Das war nicht ZDF-Fernsehgymnastik sind. Gibt's das nicht? Ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Wir sind ja auch ein bisschen später von unseren Anteilen. Ja.
Und das Atmen nicht vergessen. Und strecken. Anspannen. Und strecken. Noch zwei. Und strecken. Schön rein. Und lösen. Falls ich irgendwie mal gucken, nicht klar sind, dann frag einfach, dann erklär mir das nochmal, wofür es gut ist. Hüfte. Sehr geknackt für mich alles. Komm schon, jetzt halt. So, ich dachte, es wird geknackt. Denn was? Das heißt, kann das nicht sein. Anders in den Gewichten. Ja, das ist wahr. Sitzt du zu viel bei der Arbeit? Eigentlich nur stehen. Stehen. Die ganze Zeit? Das ist auch nicht gut. Ja, ja, jetzt in letzter Zeit nicht. Jetzt in der Zeit laufe ich hier. Ja, das ist auch gut. Also, gerade wenn ihr viel sitzt oder viel steht auf einer Stelle, macht solche Übungen auch mal zwischendurch. Und wenn ihr Rückenschmerzen habt, dann macht das jeden Tag. Kann man das auch so machen? Ja, kann man, aber auch nur mit 1x16 trinken. So, Knie hoch zur Seite öffnen. Jetzt ist es bis zum Bauchnabel, nicht so duschig. Andersrum.
Andersrum. Okay. Ein Bein nach vorne. Oberschenkel dehnen. Wenn ihr so den Kurs macht, solltet ihr selber darüber nachdenken, mindestens 20 Sekunden pro Übung, damit es einigermaßen effektiv ist. Eher noch ein bisschen länger. So, jetzt sitzen die zwei da, wie immer. Füße zusammen, an den Körper und Knie runter. Rücken gerade. Einfachst macht ihr es, wenn ihr den Kopf immer ganz langsam und einfach bis 20 zählt. Das mache ich tatsächlich im Training auch ständig. Kommt man sich am Anfang ein bisschen seltsam bei vor, aber irgendwann ist es so ein Automatismus, dass man eine Übung anfängt und im Kopf fängt es plötzlich an zu zählen. 21, 22. Oder Atemzüge zählen. Geht auch. Und dann schaltet sich wirklich dieses Zählen von alleine mittlerweile ein. Ich kann auch zwischendurch reden, das Zählen läuft im Hintergrund weiter. Manchmal vergesse ich es aber eher so. Oh mein Gott, ich bin schon bei 100. Ja, dann stellt sich die meisten. Also, einer. Hopp, Beinchen raus. Eins zusammen. Und versuchen wir mal nach vorne zu kommen. Das geht doch nicht so gut bei mir. Das mache ich nicht, da tue ich mir aber nie. Und mir ist es ganz anders geworden. Also, sagen wir mal, beides geht. Wie sieht es aus der Zeit mit dem hier? Andererseits, weil mir das noch schlechter sieht, es mir in den Oberschenkel. Ja, das muss man üben. Okay. Ich kann eigentlich mal nach außen drücken. Geht bei mir gar nicht. Also, wir sind da außen drücken. Schon halten. Fußspitzen anziehen, nicht vergessen. Und nach vorne, wenn es geht. So weit, wie es geht. Zwei Stück, wir kommen zu den Ellbogen auf den Boden. Das kann ich
Zeit nicht mehr geht. Mit dem Bauchnabel. Wäre mein Rücken ist nicht so flexibel. Nee, wegen meinem kaputten Bandscheiben. Der Rücken ist zu scheiße. Da musst du da tun. Okay, haben wir das. Das ist doch gut. Wenn man sich Spannung geht, nicht zu sehr, wenn man sich ausstellt. Und wenn hier ist, machen wir auch was aus. Gut. Also, machen wir ein paar Übungen. Zeige ich noch zu meinem Schwert. Wo ist dein Schwert? Wer hat sein Schwert? Schwert gibt es den. Übe den Salz. Mein typisch Schwert. Wie die letzten Male haben wir ja schon ein bisschen Wirbeln geübt, was wir uns zeige jetzt nochmal als Wiederholungsübung machen mit Vorwärtswirbler, Bauch und Rücken. Und zwar so 10 Wiederholungen mit Schritt nach vorne und einem Stich. Schauen wir mal, ob zeige das an den Blick. So. Also, vorwärts. Erstmal nur vorwärts. Aber meinetwegen vorwärts und rückwärts ist auch gut. Vorwärts, rückwärts. Immer, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das machen wir jetzt nochmal. Also schnappt euch euer Utensil. Und ich würde vorschlagen, drehst dich einmal um 90 Grad, dann sehe ich dich besser. Ich gehe umher. Die andere Seite. Okay. Geh mal kurz zur Kamera. Genau. Stück zurück. So ist perfekt. Und jetzt, so, seid ihr soweit zu Hause? Dann in Startposition und Segel zählt bis 10. Oh, 10 schon wieder. 1, 2, das war 2, 3, 4, 5, zu schnell? Okay, 6, ich glaube, das war 7, 8, 9, 10. Nochmal langsam. Also, was hier? Warte, ich muss sagen, irgendwie nur unsere Klammer drin, dass wir ihn sehen. Gut, achtet immer darauf, nochmal langsam. Was macht die Hand? Was machen meine Beine? Ja, meine Füße? Ich stehe ja nicht nur so rum. Sondern, ihr seht ja, dass er, wenn ihr fleißig aufgepasst habt, habt ihr gesehen, dass Sergej auch sein Gewicht verlagert. Ja? Hinten. Und vorne. Prima. So, ich glaube, ich hole mir den Hübi, der hat auch irgendeine Übung für euch vorbereitet. Damit ihr ein bisschen in Bewegung bleibt. Ich gehe ihn versuchen. Hier runter. Gehen nach rein. Eins.
Und dann Stich nach vorne. So. Ja. Das ist wirklich das gedacht, das Schwert zu nehmen, nach unten rauszudrücken und dann direkt rein. Sergej! Wo wir schon jemanden da haben, dann können wir das auch gleich mal ausprobieren. Ja, also, Stich ein bisschen durch den Bein, also nach vorne hinstellen. So. Hier wo rein, gehen wir ein bisschen in die Richtung. Nach da. Genau. So. So. Jetzt echt noch ein bisschen nach hinten. Nach hinten bei hinten. So. Genau. Nur nach vorne hin. So. Was wir jetzt hier machen, ist, wir gehen hier rein. Eins. Drehen rum. Drücken ein bisschen runter. Dann kann ich nach vorne gehen. Entweder so, ne? Oder je nachdem, wie weit da nach oben geht. Noch weiter rein. Mann. Sieht man uns jetzt noch? Also, nochmal einen Stich nur hinsetzen. Zack. Also, genau. Eins. So, wenn ich hier bin, kann ich super hier reingehen. Das haben wir aber selten. Meistens nimmt man das Schwert mit. Tja, dass wir hier sind, dass wir eher hier reingehen. Na? Die Hand bleibt selten da stehen. Meistens geht sie eher so ein bisschen nach unten. Na? Also, der Stich kommt nochmal. Eins, zwei, pam. Ne? Wenn ich da dran reinkomme, dann fällt das Schwert bis zum Boden runter. Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt noch Kontrolle. Ne? Dafür sind Sie hier in der Schwenkung. Also, wir machen die Technik jetzt, wie ihr es kennt, 10 Mal. So, also mal langsam. 1, 2, 3. So. Schöne Übung für den Oberschenkel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achtet schon auf den Stehgang beim nächsten. Und wieder rauskommen, Position. Und ab. Nächster, wenn wir als nächstes was machen. Dann machen wir den nächsten. Okay, ich mache natürlich auch gerne was mit Ständen. Und zwar tatsächlich nehme ich an Konsequenzen aus meiner Form raus. Jetzt, also bis jetzt bin ich immer so bei der 1 geblieben, aber auch andere kann man draußen. Wir machen aber die 1. Und zwar, Ausgangsposition muss jetzt nicht der sein, ihr könnt auch einfach eine Kampfstellung einnehmen. Stich, Block, Schlitz. Ausgangsposition. Stich, Block, Schlitz. Stich, Block, Schlitz. Ja. Da auch ruhig mal gucken, wenn ihr in den Bauch steht, macht ihr eben so, wenn ihr zwischen den Rippen steht, macht ihr so. Stellt euch auch ein bisschen was vor. Und das wiederholen wir 10 Mal. Ich stehe hier, versuche jetzt immer zwischen den Rippen zu stehen, damit es höher ist. Okay? Right. Und 1. 2. Und
Ja, das war erstmal die Einlegung. Das reicht erstmal. Ja, vielen Dank. Also, das können wir euch, wie Sergej eben schon schön erklärt hat, auch gerne in so einem Wiederholungsprogramm könnt ihr euch ganz einfach selber zurecht machen. Im Prinzip schon nach eurer ersten oder zweiten Trainingsstunde. Denn wenn ihr die erste Form gelernt habt, habt ihr genügend Technik, um so kleine Sequenzen euch für euch selber zurechtzulegen. Macht sie in unterschiedliche Geschwindigkeit, einmal so ein bisschen auf Kondition, damit es ganz schnell ist. Und dann versucht man ganz sauber zu sein, dass ihr wirklich darauf achtet, wo ist mein Fuß? Ja, steht er da oder da oder da? Wo ist endlich meine Mittellinie? Wo geht das Schwert hin? Stellt sich hoch oder flach? Dass ihr alle Details, auf die es ankommt, könntet, auch wirklich mal beobachtet bei euch selber. Das ist natürlich immer einfacher, wenn der Trainer daneben steht. Aber es ist natürlich eine gute Sache, wenn ihr für euch selbst trainieren könnt. Gerade in diesen Zeiten können wir schlecht gucken. Es sei denn, schickt uns ein Video und fragt uns, was mache ich falsch. So, wenn ich das richtig verstanden habe, wollte Mimi heute ein bisschen was aus der Schikotieren machen. Ein paar fiese kleine Details. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn nicht, müsst ihr Bescheid sagen, dann machen wir was anderes. Aber gerade der Anfang von der Schikotieren ist einfach ein Paradebeispiel für gemeine Dinge. So, gehen wir mal schnell zum Punkt. Ihr könnt natürlich die Übung trocken mitlaufen. Aber aufpassen, wenn ich etwas. So, Hüge 1, die 2. Gut. Wenn ihr die Anpassbewegung macht, ne, eine Schimpfung, versucht immer dafür zu sorgen, dass eure Arme dieselbe Bewegung haben. Ne? Nicht einer mit hier, einer mit hier oben. Versuchen, beides auf derselben Bahn laufen zu lassen. Damit es sortiert aussieht. Sieht manchmal ein bisschen komisch aus, wenn einmal hier und das hier geht. Sieht manchmal ein bisschen komisch aus. Lieber gleichmäßig. So. Das wirkt meistens von außen ein bisschen besser und es ist auch das, was ihr nachher braucht. Eine Hand führt, die andere Hand geht hinterher. Und das bricht sich, wenn wir sowas machen. Ich muss aber zugeben, dass ich das auch ganz gerne mal mache. Gut. Also Anfangstechnik kennt ihr. 1, 2, 3. Also wer sie schon gelernt hat, der kennt sie. Ja? Hier natürlich wichtig, Spannung. Körper jetzt auf Spannung und nicht irgendwie so rumhängen. Dann merkt mich gleich, dass die Scheiße nicht. Zack. Spannung. Dafür wird es gut, wie locker das am Boden ist. Nein. So. Ich wollte die Idee ein bisschen unterstützen. Dann der Block. Kopfdruck. Ne? Der Schwert. Ach, der Schwert, genau. Der Schwert. Der gegen das Schwert. Fällt hier liegen so viele in der Hand. Ich denke, meinst du eine Schramme stehen? Ne? So. So. Hallo Mimi, was soll ich denn tun? Hallo, schlag mir doch mal ins Gesicht mit dem Schwert. Okay, ich schlage dir ins Gesicht. So, deswegen bin ich hier hoch. Wenn der Schlag stärker kommt, wenn er weit oben kommt, das ist eine Gegenposition, wo das Schwert am Arm stürzt. Hier in dieser Position haben wir also keinen Kontakt zum Schwert. Weil es einfach schlecht fürs Metall ist. Das fängt dann so gerne an zu rosten. Punkt 1. Aus dieser Bewegung gehen wir raus. Wir leiten mit. Das heißt, mein Schwert muss auch weiter zur Seite gucken. Und dann machen wir den Stich zu den Augen, zum Hals, wo wir gleich hin. So. Deswegen, man kann denken, trotzdem, ich kann nach außen drehen, weil wir prinzipiell immer noch das Schwert da halten müssen. Und wenn man zurückkommt, müssen wir wieder reinkommen. Jetzt kommt natürlich der fiese Teil, was wir hier rumgehen. Tja, wenn ich hier einen Pommel dran habe, bei dieser Bartstelle muss kein Pommel dran. Ne? Bei seinem Schwert müsste ein Pommel dran. Ja, du hast recht. Also, ne?
4 rauskommen. 1, Stich, Auge, Hals. Zweimal plus auf das Opfer. Beim Zurückgehen auch wieder. Schwert so halten, dass von der Seite nichts kommen kann. Wenn ich geblendet bin und mir der Hals aufschlitzt, schlage ich normalerweise vermutlich irgendwie wild in der Gegend herum. Und wie du möchtest, deinen Kopf ganz gerne machen. Genau, hier wieder hin. Also im Notfall sind wir geschützt. Auch wenn wir nicht treffen, müssen wir geschützt sein. Phoebe, Daniel hätte gerne, dass du dein Lichtschwert rausholst. Also es ist nicht so wie. Vorwärts, ja. Was das Fiese dieser Technik ist, wir haben hier einen Doppelangriff zum Hals, darum wird es sich kümmern. Die zweite wird unten. Ja? Je nachdem, wie ich es teile, wenn ich zuerst unten drehe, wenn ich zuerst unten das was machen, dann kann man schnell oben kommen. Ja, das ist Teil der Sache, oder wie er genau aufpasst. Seine tendenziell wird er eher zum Schwert gehen, um das zu drehen. Ja? Also. Eins. Selbst wenn ich hier brauche, wenn ich ihn kriegen sollte, auf welche Art auch immer, wenn ich meine Hand dazwischen nehme und mein Gesicht schütze. Aber dann tritt er mir hier unten irgendwo in irgendwelche. Das ist nicht sehr nett. Und dann gehe ich wahrscheinlich auch erstmal warten. Ja. Wenn er mich mit dem ersten Mal hier mischt, dann noch ein. Dann noch ein. Und falls es dann immer noch nicht genug ist, kommt er nochmal wieder zurück mit dem Schwert. So, was ist denn? Ja, Zartung. Eins, dann geht aber gleich zurück, wie vorher. Und jetzt ist hier drüber endgültig ab. Ja. So, jetzt machst du das Ganze mal am Stück, damit die verstehen, was du machen willst. Ja. Okay, okay. Entschuldigung, das ganz auf den Tisch. Also. Und hier sind Block, rausgehen, Stich, zehn Augen, offen, bam, bam, Schnitt, rum. Schmied. Voll der fiese Move. Genau. Wie gesagt, ihr habt hier, es sind viele Angriffe. Einmal wichtig sind davon die Doppelangriffe. Ne? Das war wirklich hier. Also eigentlich ist es ein Dreifachangriff, so 1, 2, 3. Ja, genau. Ein Poplar ist so ein Dreifachangriff. Aber zwei Sachen einmal zu blocken ist sehr schwierig. Ne? Und mit dem hier als Schnitt und dann nochmal zu kommen, damit rechnet halt normalerweise keiner. Ne? Das ist halt keine übliche Aktion. Ihr müsst schon sehr, sehr schnell sein, mit sowas abzukommen. Genau. Kann man üben, sehr, sehr schwer. Generell ist das aber natürlich, wenn man es mal real betrachtet, ist das hier keine Bewegung für einen echten Kampf. Zeit? Ja. Das Problem ist halt, wir drehen unseren Gegner im Rücken zu. Schwerter sind schnell. Wenn Peter jetzt da steht, ich mache jetzt den hier, er weicht aus. Zack, ich mache jetzt mal den hier. Ne? Zack, ist er drin. Ne? Drehungen mache ich mit Leg mal kurz zur Seite, Schwert. Ja, aber ich glaube nicht. Es gibt einen Grund, warum ich eine Drehung machen könnte. Er schlägt mich zum Beispiel, ich mache den hier. Dann wärst du schon gegen die Richtung. Das Beste, was er machen kann, ist weiter drehen. Zum Beispiel. Oder mit dem Ellenbogen rausgehen. Das ist der einzige gute Grund, die Drehung zu machen. Ja? Wenn wir einen guten Kampf haben und ich mache einfach, hey, mach einfach den hier. Genau, dann zieht er mich vorher. Ja?
Wenn ich nur wirklich guter Kämpfer bin, ich bin richtig, richtig schnell, dann ist es egal. Ne? Dann bin ich schnell. Aber wenn er ein guter Kämpfer ist, dann ist es nicht mehr egal. Ne? Wenn ich einen Noob vor mir habe, kann ich ihn beherrschen. Wenn ich einen Profi vor mir habe, der schon mit viel gekämpft hat, wird es schwieriger. Problem ist, wenn ich Waffen ist immer noch, wir sind langsamer. Ne? Wenn ich hier einfach so zack, zack, so rumdrehe, das kriege ich mit dem Schwert nicht hin. Ne? Ja, du musst nach unten gar nicht mehr. Deswegen, für Show, für Form sind Drehungen super, niemals in echt. Außer im Unfall. Oder ihr wisst, da dass ich nach 10 Meter von euch weg habe, ein bisschen Zeit, dann könnt ihr ein bisschen posen. Auch das würde euch gut überlegen. Es ist auch wichtig für Körperkoordination. Also, das hat ja schon seine Daseinsgründe. Wichtig ist zum Beispiel einfach, ich drehe mich rum und ich muss wieder stabil stehen. Wenn ich das nicht übe, stehe ich plötzlich da und dann mache ich sowas. Weil mein Gewicht wieder noch weiter wird. So ist es schon nicht. Aber für einen echten Kampf, selbst im Turnier oder so, sind die ungeeignet. Wie gesagt, notfalls kann man das machen. Wenn es wirklich, wenn ihr euren Gegner beherrscht, kann man damit vielleicht noch was machen. Aber sonst, nein. Gut. Möchtest du noch eine helfen? Können wir noch eine. Was ist denn? Also ich habe eine, die ist aber mal besonders kompliziert. Linienführung. Ich höre noch eine Stimme aus dem Kopf, ich gehe mal selber. Ja. Dann gehe ich mal raus, dass er mal rein kann. Ich soll er mal reinkommen. Ja, danke. So, eine der Basisübungen, die voll, auf jeden Fall vonnöten ist, für alle, vom Weiß bis Meister, das ist die Linienführung. Ich glaube, Linienführung, das ist ja. Dazu gibt es eigentlich generell so vier Basistechniken, die mir auf Anhieb einfallen, und das können wir tatsächlich als Kombinationsübung machen. Man kann das auch relativ in einem engen Raum machen. Eng ist gut. Also, Ausgangsposition. Also nochmal, was wird damit gemeint mit Linien? Also, ich zeige mal erstmal falsch. Ja, falsch. Falsch. Ja, also es ist unsauber. Linienführung bedeutet, dass wir den Schwert so eng wie möglich am Körper führen. Und zwar ruhig auch mit den Augen verfolgen, wie jetzt für den Anfang steht. Das ist eine andere Geschichte. Aber erstmal, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. So eng wie möglich am Körper. Hier habt ihr schon merkt, ach, geht nicht mehr. Schritt. Dasselbe auch mit dem anderen. Und rückwärts. Ja. Ihr kennt das auch, einmal so eine Hipslinie, wenn ihr zu Hause zum Beispiel eine Nacht habt oder halt parallel zum Raum, also am besten so eine Linie, entweder hier an der Seite, da oder in der Mitte. Und da versucht ihr den Schwert entlang zu führen. Ruhig mit den Augen verfolgen und dasselbe zurück. Ja, die Geschwindigkeit solltet ihr am Anfang erstmal langsam machen, später, wenn ihr besseres Gefühl dafür habt, könnt ihr Geschwindigkeit erhöhen. Ja, es ist also mit der Geschwindigkeit ist halt nur gefährlich, dass man zum Beispiel bei diesen Rückwärtsdinger, wenn man voll meint, zack, zack, seine Hose kaputt macht. Also, Strecken. Gut, machen wir mal 10 Mal die Übung zusammen. Und dann habt ihr einmal, und dann empfehle ich euch alleine auch das zu üben, mal zwischendurch. Das ist nicht anstrengend, das ist einfach nur mehr was für Körperkoordination. So rum? Ich suche, ich mach so rum. Okay. Ich passe auf dich auf. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie ich das bei mir. Okay, und eins. Gleich hinterher. Zwei Übungen und dasselbe auch rückwärts. Und zwei.
4.